So, und das ist mal wieder bei Venetica. Okay. Nekropole. Die Nekropole. Oh Gott, da ist ja schon der Endkampf. Und los geht's. Tag auch. Wie geht's? Endlich hast du deinen Meister gefunden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich darauf brenne, dich in Stücke zu reißen. Ah, ja. Du bist sehr selbstsicher. Vergiss aber nicht, dass ich deinen hinterhältigen Giftangriff überlebt habe. Allerdings. Warum glaubst du also, du könntest mich besiegen? Ich habe dich lange beobachtet. Ah ja. Mein Meister hat mir nicht geglaubt, aber ich war mir immer sicher, dass du es warst, die anderen geschützt hat. Na, wer sonst? Du kämpfst mit ganzem Herzen, genau wie ich. Ja, bald hast du nur ein halbes. Dein Herzen? Dein Herz ist tot wie ein Stein. Du hast kein Recht mehr, in der Welt der Lebenden zu wandeln. Du bist nicht weiter als ein Zombie. Du weißt gar nichts über mich. Ah ja. Dies ist mein Land. Ich bin als Führerin meines Stammes geboren und erwählt worden. Das ist ein hübscher Stamm, den du hast. Wie dein Land erblüht unter deiner Herrschaft. Sei still! Ich wusste, was für mein Volk am besten war. Ah ja, welches Volk? Die Macht der Totenbeschwörung ist stark in meiner Familie. Wir sind göttergleiche Hüter unseres Volkes. Ah ja. Und du? Du bist nur eine Sterbliche. Ich war einst wie du. Aber jetzt, mein Bund mit Viktor, meinem Meister, hat mir die Macht gegeben, auf ewig mein Volk zu schützen. Interessant. Das nennst du Schutz? Sieh doch, was du angerichtet hast. Eines Tages werden sie verstehen, dass alles zu ihrem Besten war. Natürlich. Du bist so jung und verstehst so wenig von Gut und Böse. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, dass Viktors Pläne böse sind und nichts anderes. Schweig! Ich tue das für mein Volk. Und du wirst meine Pläne nicht durchkreuzen. Ich hab sie schon durchkreuzt. Und deshalb stirb! Stirb im Herzen meiner Heimat! Stirb im Schatten des ewigen Baums des Lebens! Stirb und lass dein Blut meine Erde benetzen, mein Land! Ja, mein Land! Stirb! Stirb! Was zum... Das ist nicht nett. Das ist unfair. So, jetzt muss ich bestimmt mit der Axt dran. Ja, immerhin was sonst. Hallo? Jetzt mal ein bisschen rumrollen hier. Was ist das? Geht das Ding jetzt wieder ein oder nicht? Nein, nein, Inventar, Inventar. Soll ich das mal ein bisschen umlegen hier? Das brauche ich im Moment nicht. Dann legt man das auch gleich. Das brauchen wir noch nicht. So, den brauchen wir bestimmt nicht. So, den neuen. Achso. Hab's doch gewusst. Ich mach dein Ding kaputt. Was ist das? Hahaha. Damit hast du nicht gerechnet, hä? Dummes Vibe. Komm runter und lass dich schlachten. Oh, zwei Skelette. Kein Problem. So. Aber musst du die... Ah ja, da ist er wieder. Ganz simpel. Nein! So nicht, mein Freund. So haben wir nicht gehört. Was? Ah, ich wollte sagen. Nein. Könntest du jetzt mal das Ding treffen? Ich werde sehr verbunden. Hahaha. Deine Macht ist immer noch begriffen. Was war denn das? Ja, das hat schon sehr den Erdboden erschüttert. Ja, komm.
Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Vieh aussieht. Teppich. Oh, ach, Mundklinge. Ach, ein Flugvieh. Hallo, Flugvieh. Und was soll ich da jetzt tun? Ich kann nicht fliegen. Und will es auf dem Boden. Was zur Hölle? Ich kann auch gegen gar nichts machen. Muss ich es vielleicht abwehren? Das ist bestimmt nicht gesund, wenn ich mich da reinstelle. Sag ich doch. Hä? Ich kann ihn ja gar nicht attackieren. Irgendwas verpasst. Ich hab doch Kampf für einen Kampf. Ich kann doch gar nicht fliegen. Wundert euch nicht, das wird eine Weile brauchen, bis ich das reihe. Meister, was? Doch nicht. Hä? Wie soll man denn so irgendwas abblocken? Muss ich irgendwie zurückschmeißen oder so? Könnte ich mir so vorstellen. Ah. Kaum der Impfodon. Was ist das? Heb doch auf. Was ist das? Was habe ich jetzt bekommen? Stachel und Schuppe, was? Aha. Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal besser so, wie ich es schon gehabt habe. Ich weiß nicht, es scheint mir einfach sinnvoll, um diese Waffe weiter zu machen, anstatt mit irgendeinem Speer rumzufuchteln. Komm wieder runter. Das war die falsche Richtung. Ich tu da mal so ein Dreckchen einwerfen. Komm wieder runter, komm. Komm zu mir. Mir gefällt sie doch auch. Aua. Noch einmal. Rumlaufe hier. Komm runter. Au. Jetzt komm gefälligst wieder runter. Mann. Langweiler. Das ist nur Schiss, sag ich doch. Ängstliches Wesen, du. Komm runter. Komm zu mir. Heiß. Hahaha. Habe ich denn irgendwas gemacht, dass das hier runterkam oder kam das freiwillig? Ich weiß es nicht. Jetzt komm. Käst dich. Jetzt wird die Folge nur wieder überlang. Ja? Ja? Nein. No. Vielleicht doch das andere Dings da nehmen. Es gibt so nett. Wieder ausgewichen. Hä? Was muss ich hier machen? Nicht. Also zurückschlagen geht schon mal gar nicht.
ich jetzt 1000 Jahre ausweichen, bis es wie immer freiwillig runterkommt, oder was muss ich tun? Möchte ich diese Stachel nicht aufheben dürfen. Sie vielleicht wieder haben. Hey, das. Ich weiche nun wirklich jedes Mal aus. Ich nehme jetzt doch mal das andere Dings da in die Hand. Ja, ja. Aha. Ha! Ha! Du dummes Ding. So macht man das heutzutage. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Verdammt! Oh Gott. Warum? Naja. Zack. Na? Wer ist jetzt am Arsch? Ja? Keine Ahnung vom Leben hier. Bisher nur 3 Heiltränke verbraucht. Ich hoffe, das bleibt dabei. Uhuhu. Zack. Das war's? Oder das war das jetzt nur ein Teil? Wasch. Ich glaube, das war nur ein Teil des Kampfes. Komm, 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 steh auf. Das ist wie ein Duell im Western. Wer zuerst sieht, gewinnt. Oh, vertrauen Sie sich jetzt. Keine von uns kann die andere besiegen. Ach doch, geht schon. Du hast dir meinen Respekt verdient. Danke, ich stirb. Ich schäme mich dafür, dass wir erst kämpfen mussten, bevor das der Fall war. Dennoch sehe ich langsam die Wahrheit in deinen Worten. Ich hoffe. Mein Land wurde tatsächlich verflucht durch die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das tut mir leid. Victor ist die Wurzel allen Übels. Ich muss ihn besiegen. Hilf mir. Ich stimme dir zu. Nun endlich stimme ich dir zu. Der Schleier des Betrugs ist von meinen Augen genommen. Wow. Und ich weiß, dass ich für meine Fehler einen Preis zu bezahlen habe. Genau. Also werde ich dir helfen. Sagen wir 10.000. Wenn es mein Ende bedeuten sollte. Okay. Victor bleibt ein nahezu unbesiegbarer Gegner, der auch die stärksten Krieger wie Fliegen zerquetschen kann. Doch gibt es eine Möglichkeit, sich ihm entgegenzustellen. Nimm dieses Fläschchen. Es ist mit meinen Tränen gefüllt, die nichts als Staub sind. Okay. Der Staub der Toten. Ohne ihn wärst du schutzlos. Doch wirkt der Staub auf deine Gewänder, wirst du stark genug, selbst der stärksten Nekromantie zu widerstehen. Selbst der von Victor. Suche dir ein Kleid und verwende den Staub. Dann bist du in der Lage, den Palast zu betreten. Mhm. Und vielleicht bist du stark genug, Victor zu besiegen. Aber es wird mehr brauchen als nur deine Mondklinge, um diesen Gegner zu besiegen. Und zwar? Ein starker Geist ist nötig. Selbstvertrauen und Stärke. All das fühle ich in dir. Gut so. Ich habe deinen Fluch aufgehoben. Danke. Das Gift ist fort. Geh jetzt. Ich werde mein Land wieder erblühen lassen, in der Zeit, die mir noch bleibt. Zum Wohle von uns allen. Da brauchst du eine riesengroße Gießkanne, um diesen Baum wieder zum Leben zu erwecken. Glaub mir. Ich danke dir. Nun leb wohl, meine Schwester. Ciao. Doch kehre jederzeit zu uns zurück. Du bist willkommen. Okay. Eines noch. Ja? Ich habe kein Schiff für die Heimreise. Das Dunkelschiff wird dir von nun an zu Diensten stehen. Schön. Ich danke dir für alles. Führe es zu Ende, meine Schwester. Denn dies ist dein Schicksal. Gut. Und wir sind Stufe 26. Und sie ist der Totem der Prinzessin. Ja! Nicht schlecht. So, na gut, dann wisst es. Kann ich deine Suche erleuchten? Du? Du bist doch nur ein alter, verrückter Mann. Das ist nicht beleidigt. Verrücktheit kann Wissen bescheren. Na, und was. Wissen kann Wahnsinn bescheren. Hm. Wenn du denkst, dass ich nicht mehr bei Sinn bin, dann soll es so sein. Ich bin nur ein alter, verrückter Mann. Genau. Ich bin nur ein alter Verrückter. Scheiße, wir haben es verkackt. Oh, es ist doch schon etwas heller geworden. Die Typen hier greifen mich auch nicht mehr an. Das ist auch schön. Ach, hier gibt es sogar Leute. Hallo. Willkommen. Nett, dass ich willkommen bin. Ich frage mich, wie lange das dauert. Habe ich jetzt eigentlich einen Schlüssel bekommen? Willkommen. Ich wollte eigentlich noch die Truhe durchsuchen, ja. Ich hoffe es doch. Ach, da wird schon wieder hier das Bäumchen. Komm, komm, komm. Ja, genau, perfekt. Oh, 85 Schaden, das ist verdammt gut. Das ist verdammt gut. Ich habe so das Gefühl, wir neigen uns langsam auch dem Ende des Spiels.
Nein, das sollst du nehmen. Genau. Das ist schon echt cooler Speer. Danke. So, kann ich mit dir noch irgendwas handeln oder führe was? Es zu Ende. Gut, dann halt nicht, denn... Oh, muss ich jetzt eigentlich wieder zurück? Ist irgendwo eine Abkürzung? Nun gut, dann... Oh yeah, schon 6 Totendinger. Sie können jetzt schon 6-mal sterben. So, willkommen! Ja, jetzt bin ich auf einmal willkommen, hä? Natürlich. Ne, wir bleiben aber beim Schimpfschwert. Das ist doch eher meine Welt. So, und jetzt, wenn wir wieder in Venedig sind, will ich endlich meine Fähigkeiten aufwerten. Wir haben jetzt, müssen jetzt 160 Punkte haben. Das ist mehr als genug. Hm. 16 Fähigkeiten können wir jetzt aufwerten. Das lohnt sich doch. Ach, und diese Barker-Viecher. Muss ich jetzt eigentlich zurück? Ich hätte doch die Abkürzung nehmen können. Muss ich jetzt nochmal zurückzugehen? Ach, egal. Geht es auf den Weg hier. Meine Güte, was ist das für ein Riesenvieh? Gut, ich glaube, wir haben wirklich alle Rätsel hier gelöst gehabt. Dürfte wirklich nichts weiter sein. Aber hey, hier sieht doch schon echt schön aus. Oder schöner, sagen wir so. Als noch vor ein paar Minuten. So. Sonniger ist es vor allem. Na, schwitzt schon ein bisschen unter der Rüstung. Wird's wohl etwas warm? Wo bin ich? Ach nein, ich muss geradeaus weiter. Ach Gott, da muss ich die Viecher töten. Wir nehmen jetzt mal. Wie groß ist denn das Schwert? Wie viel Schaden macht das? 75. Jo. Wir nehmen das mal den Speer hier. Ich will jetzt mal mit dem Speer ein bisschen kämpfen. Das haben wir relativ selten. Ich hasse dich. Alter, oh ja, das macht schon Spaß. Gut. Dann müssten wir jetzt wieder beim Hafen sein. Genau. Und wo ist dieses lustige Schiff? Sag nicht. Nee, komm, steck die Waffe weg. So, hallo. Ich habe dich schon erwartet. Gut so. Gut, dann reisen wir nach Venedig. Und. Ich kann und das werde ich. Gehen wir an Bord des legendären Dunkelschiffes. Sag nicht dieses Bötchen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass es nur dieses Bötchen ist. Ach nee. Okay. Oh, ein Filmchen. Das legendäre Dunkelschiff. Mach auf. Es passiert irgendwas Blödes. Achso, sie träumt noch. Ich werde euch alle umbringen. Ach, hallo, Soldberg. Du bist ziemlich verpixelt. Diesmal hast du meine Hand nicht gebraucht. Ich war schon traurig, ein weiteres Gespräch mit dir zu verpassen. Du bist weit gekommen. Und doch konntest du nicht verhindern, dass Victor das Buch... Entschuldigung. Er hat es nicht erhalten. Das Buch ist zerstört worden. Ich habe es selbst verbrannt. Der Geist dieses Artefakts kann von keinem Feuer dieser Welt vernichtet werden. Was auch sonst. Du hast nur die materielle Hülle des Buches. Ist das nichts? Jetzt findet man das nicht mehr. Das schwarze Grimoire hat eine Seele. Und diese Seele lebt in der Welt der Schatten. Interessant. Nun muss Victor also nur noch in die Schattenwelt greifen. Und die Worte einfangen, die zwischen... Aber das weiß der doch nicht. Umhertreiben. Wenn es ihm gelingt, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen und das letzte Ritual durchzuführen, dann wird sein gewaltiger Hunger auf die Seelen dieser Welt alle verschlingen. So schaut's aus. Ich werde schneller als er sein. Genau, wir sind nämlich viel besser. Du hast dich bislang als stark und weise erwiesen. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Das wäre nett. Genau, ich will endlich Ruhe haben. Ich meine, das muss ja wirklich demnächst zu Ende gehen, das Spiel. Wir haben schon alle besiegt, es ist nur noch der Victor. Und der Doge, die Fettklops. Ich glaube. Na dann, mach's gut. Lügen, würde ich behaupten, dass mir unsere Gespräche nicht gefallen. Oh, magst du mich? Du darfst ruhig eingestehen, dass du doch etwas für mich fühlst. Wenn es so wäre, hey, regt sich da etwas, was du in seinem Mantel...
Okay. Das würde es, Vater. Du hast dir meinen Respekt verdient. Mehr kann ich dir nicht bieten. Na, immerhin. Das ist mehr, als ich von dir erwartet hätte. Betrete nun die Höhle des Löwen und besiege den Untoten. Na, das sollte doch kein Problem sein. Du bist jetzt stark. Das weiß ich. Danke. Ach, schon wieder eine Geschichte. Tut mir leid, dass die Folge schon wieder so lang wird. Ich wollte eigentlich auch noch einen Aufnahmestopp machen, aber na gut. Tja, das ist jetzt halt wieder so. Bei allem gebotenen Respekt, mein lieber Viktor. Es fehlt wieder einer. In meinem Palast wird es langsam etwas einsam. Und wir haben nie herausgefunden, wer sie wirklich ist. Weil ihr dumm seid. Das ist nicht mehr wichtig. Das schwarze Grimoire. Das kannst du doch gar nicht wissen, du Idiot. Verbrannt. Dann können wir unseren Plänen der ewigen Macht wohl adieu sagen. Stimmt das nicht, mein untoter Freund? Ihr versteht gar nichts. All diese Zeit habe ich versucht, dieses Buch aufzutreiben. Aber nie wusste ich, wo ich suchen soll. Jetzt ist es weg. Ach, die Suche hat ein Ende, mein Freund. Denn es ist auf ewig verloren. Richtig, mein Freund. Na, das schwarze Grimoire kann nicht vernichtet werden. Es ist nicht von dieser Welt. Daher kann es in dieser Welt auch nicht sterben. Doch, kann es. Es ist verbrannt worden, wodurch sein Geist mir nun wie ein Leuchtturm den Weg weist. In die Schatten. Gar nicht. Lüg nicht. Und nun, wo ich weiß, wo ich nach dem Buch suchen muss. Aber nur bald. Wird es bald mir gehen. Nur bald. Zuvor komme ich da so. Das Buch aus der Schattenwelt greift? So, es geht. Das stimmt nicht ganz. Es muss aus der Schattenwelt herausgelesen werden. Wird ein immer sehr schmerzhafter Vorgang und langwierig. Aber es kann gelingen. Na, da bin ich wo gespannt. Wir gerade davon sprechen. Oh. Sagt mein Doge, ihr habt doch eine gute Erziehung genossen und seid sicher der Kunst des Lesens mächtig. Nein. Natürlich kann ich lesen. Ich kann nur essen. Warum fragt ihr? Großartig, ganz großartig. Dann seid ihr für mich nicht völlig nutzlos. Was für eine Erleichterung. Du kannst wohl nicht lesen. Und was meintet ihr mit schmerzhaft? Gar nichts. So, wir sind im Hafen. Na, endlich kann ich jetzt einen Aufnahmestopp machen, denn diese Folge ist schon wieder viel zu lang. Glaube ich. Müsste doch schon wieder bei 20 Minuten sein, aber hey. Mein Gott. So, Ruhe. Na, danke. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.